Ich würde dann den Text vorlesen, es sind ja nur drei Verse, aus Johannes Evangelium, Kapitel 12, die Verse 46 bis 48. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und glaubt nicht, den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihm richten am letzten Tage. Amen. Das ist ja, ich sage mal, ein bisschen überraschenderweise für mich sehr positiver Text, der zum Tag vom Gericht ist. Das ist der vorletzte Tag in der Gebetswoche. Wir wissen, das fängt mit der Einladung an und dann wird das Gebet, die Hoffnung, der Glaube angesprochen, dann das Gericht und dann kommt morgen die Herrlichkeit. Da werden wir über das hören, was uns erwartet, was wir jetzt schon besitzen dürfen und haben dürfen, aber in einer unsichtbaren, mit unseren physischen Augen unsichtbaren Art und Weise. Denn wir wissen, heute sind uns schon die Sünden vergeben. Heute ist Jesus Christus schon unser Retter, heute ist er unser Gott und heute gehören wir schon zu seiner Gemeinde, zu seiner Kirche. Und wir können heute schon gewiss sein, dass wir gerettet sind in Jesus Christus. Solange wir in ihm bleiben, sind wir schon gerettet. Das schreibt Apostel Paulus an die Epheser auch. Und heute beginnt unser Text, der zweite Text zur Gebetswoche. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht. Johannes schreibt auch in seinem Brief und allgemein im Johannesevangelium wird sehr oft über das Licht gesprochen. Und Jesus ist das Licht, das uns erleuchtet durch sein Wort. Und sag mal, hier in der Kirche gefällt mir das Licht ehrlich gesagt gar nicht. Ja, das ist schon ziemlich grau. Zwar leuchten die Lichter, aber die sind so sehr begrenzt, sage ich mal. Ne? Gut, hier kann ich ziemlich gut alles sehen, aber das ist durch Fenster. Aber im Großen und Ganzen oben ist schon ziemlich dunkel. Wenn wir aber kein Dach hätten und die Sonne scheinen würde, dann würde es natürlich viel heller hier. Ne? Und wir würden auch Sachen sehen, die wir sonst nicht sehen. Ich kann mich daran erinnern, in Kasachstan noch als Kind, vor allem so im Winter, wenn die Sonne sehr tief stand am Tage, wie die Sonne durchs Fenster reinkam und man hat in der Luft wirklich so Partikel gesehen, ja, die da so rumschwimmen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich mit dem Alter werde ich das nicht mehr sehen können irgendwann mal, aber ich kann mich noch daran erinnern, wie das ist, ja. Wir sitzen jetzt hier und wir denken, die Luft ist sauber, ja. Würde aber dieser Lichtstrahl hier reinkommen, würden wir merken, was alles so in der Luft rumschwärmt, rumfliegt, ja. Und unsere Nase, unsere Lunge, das bearbeitet das alles, saugt das alles ein und unser Körper muss das rausfiltern und wieder rauslassen. Ja? Und ein gesunder Körper kann damit natürlich umgehen. Es gibt Sachen, die man auch nicht mal im Licht der Sonne sehen kann, wie heute, ne? Die ganzen Viren und Mikroben, Bakterien, das kann man nicht sehen, aber die sind trotzdem hier. Ne? Also es sind Millionen, Milliarden von Bakterien, die auch in der Luft sind. Und so nutzt Jesus diesen Beispiel vom Licht und sagt, ich bin das Licht der Welt. Er ist in dieser Welt gekommen, um uns unsere Sünde zu zeigen. Also wenn wir bei Kerzenlicht sitzen, dann denken wir, die Welt ist in Ordnung. Wenn wir größeres Licht anmachen, merken wir schon mehr Probleme. Und wenn die Sonne scheint, sehen wir umso mehr. Wenn Gott aber als Licht kommt und wir uns nicht mehr miteinander vergleichen, ja, wenn ich gucke so nach rechts zu den neben mir sitzen, denke ich, ja, im Vergleich zu dir bin ich gar nicht so schlecht, ne? Oder nach links, ja, das Gleiche. Wenn der Pharisäer Jesus eingeladen hat und sieht, da kommt eine Frau und sitzt da und weint an seinen Füßen und putzt seine Füße, wäscht mit Tränen und putzt mit Haaren ab,
da denkt der Pharisäer, tja, wäre der ein Prophet gewesen, würde er das nicht zulassen, weil diese Frau ist ja Sünderin, dem war das klar. Ne? Also war in eigenen Augen in diesem Augenblick ein Gerichter. Und solange er sich mit dieser Frau verglichen hat, war in eigenen Augen ein Gerichter. Und dann offenbart Jesus ihm sein Herz. Und sagte, zwei Menschen hatten Schulden. Und beide wussten nicht, womit sie das bezahlen. Der eine, sage ich mal, hatte 10 und der andere nur 1. Ne? Der Mann hat den beiden das vergeben. Welcher wird denn mehr lieben? Natürlich, der mehr vergeben ist. Ja? Und dann sagt Jesus, ja, diese Frau, ich bin zu dir gekommen, du hast mir kein Wasser gegeben, um Füße zu waschen. Du wäschst das mit Tränen ab. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Die küsst meine Füße. Deswegen wird ihr viel vergeben. Ja? So ist Jesus, so kommt er zu uns. Und er spricht zu uns und sagt, Waldemar, guck nicht auf den Bruder rechts und guck nicht auf den Bruder links, schau auf mich. Ich bin gerecht, ich bin ohne Sünde, ich bin ein gerechter und heiliger Gott. Und ich kann die Sünden nicht ertragen. Nicht 10.000 Sünden, nicht 1.000 Sünden, nicht 100 Sünden. Ich kann nicht mal eine einzige Sünde ertragen. Gott ist heilig. Und wenn ich nur eine Sünde, keiner physisch tat, es reicht, wenn ich Gedanken habe, es reicht, wenn ich falsch schaue, wenn ich was Falsches ausgesprochen habe, schon habe ich die Hölle verdient. Schon habe ich die ewige Trennung von Gott verdient. Und so kommt Jesus und spricht zu uns. Hört auf, euch miteinander zu vergleichen. Schaut auf mich. Und dann passiert Folgendes. Da sagt Petrus im Boot, Herr, geh heraus von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Also Petrus wurde offenbart, nicht nur, dass Jesus über die Wellen befehlen kann. Ihm wurde offenbart, er hat verstanden in diesem Augenblick, dass Jesus die Macht über die Wellen hat, über die Natur, über den Wind. Das ist das eine. Der hat verstanden, dieser Herr hat die Macht auch über meine Sünden. Der hat auch die Macht, meine Sünden, auch die Verborgenen zu sehen. Und dann wurde ihm offenbart, ich kann nicht bestehen. Und das ist das Verständnis von dem Licht Christi. Solange wir nicht verstanden haben, dass wir vor ihm nicht bestehen können, hat das Licht uns noch nicht erreicht und nicht erleuchtet. Oder? Das Licht ist zwar da, aber Johannes sagt, aber die Menschenwerke sind böse und die lieben diese böse Werke mehr als das Licht und die gehen deswegen nicht zum Licht. Und Jesus sagt, ich bin gekommen als ein Licht, auf das, wer an mich glaubt. Das ist die Voraussetzung. Das ist ja das eine, dass das Licht da ist. Aber wenn du nicht zum Licht gehst, wenn du das nicht benutzt, dann hilft das dir auch nicht. Ja? Ich hatte mal vor einem Beispiel gelesen, ich glaube noch als Kind, stellen wir uns vor, dass der Vater vielleicht, sei mal, ein Alkoholiker ist und so das Leben mit dem Alkohol rumtreibt und schläft mal heute hier, morgen da und hat durch so ein Leben und so einen Lebensstil, hat er sich irgendwelche Krankheiten angeeignet und angesammelt. Und es gibt Krankheiten, die auch den Kindern weitergegeben werden, mit der Geburt, ja, wissen wir alle. Es gibt Krankheiten, die man vererben kann. Und jetzt stellt mal vor, ein Kind wird mit einer Krankheit geboren und wird erwachsen und versteht irgendwann mal, mein Vater ist schuld, dass ich so krank bin, dass ich behindert vielleicht bin. Ja? Gibt's ja alles. Dass, wenn ein Alkoholiker oder Drogenabhängiger ist, ja, dass die Kinder dann behindert geboren werden. Das Kind kann wirklich mit Berechtigung sagen, mein Vater ist schuld. Das stimmt. Und jetzt stellt euch mal vor, da kommt ein Arzt zu diesem Kind und sagt, ja, dein Vater ist schuld. Aber weißt du was?
Ich kann eine OP machen und dann habe ich noch Arznei. Und wenn du das machst, was ich dir sage, nach 2 Monaten bist du gesund. Ja, manche Krankheiten kann man heilen. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeit, dass dieses Kind sagt, nee, deine Hilfe brauche ich nicht, Herr Arzt. Brauche ich nicht, will ich nicht. Da bleibt dieses Kind lebenlang behindert und krank. Ne? Der hat das nicht in Anspruch genommen. Aber wofür dieses Kind keine Berechtigung mehr hat, zu sagen, mein Vater ist schuld. Ab diesem Augenblick hat er selbst entschieden, krank zu bleiben. Der kann nicht mehr sagen, mein Vater ist schuld, weil das nicht mehr die Wahrheit ist. Der hat einen Ausweg gehabt. Der hat die Möglichkeit gehabt, gesund zu werden. Jetzt ist das seine eigene Schuld. Genau das Gleiche ist sehr oft, dass Menschen, die nicht glauben, die nicht zum Glauben kommen, sagen, ja, Adam und Eva haben gesündigt, ja? Oder meine Eltern haben mir nicht beigebracht, in die Kirche zu gehen. Okay, irgendwo stimmt das. Aber wenn du dann erfahren hast, dass Jesus Christus gekommen ist, um dich zu retten, für dich gestorben ist und heute zu dir kommt und sagt, komm zu mir alle mühselig und beladen seid, ich werde euch erquicken, und du schlägst das aus und sagst, nein, will ich nicht, kannst du deine Schuld nicht mehr auf Adam und Eva, nicht auf deine Eltern, jetzt bist du selbst schuld. Jesus Christus ist das Licht. Er ist gekommen, um möglich zu machen, dass wir verlorene Sünder, egal aus welcher Familie, Nationalität oder Land, dass wir von ihm hören und gerettet werden. Und wer meine Worte hört und glaubt nicht, den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Deswegen ist Jesus beim ersten Mal auch gekommen. Er wollte die Welt zum damaligen Zeitpunkt nicht richten. Aber wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richten. Das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihm richten am letzten Tage. Es ist ja nicht so, dass Gott alles über sich ergehen lässt. Gott lässt sich nicht spotten. Gott hat sehr große Geduld. Ja? Also ich habe jetzt vor kurzem gelesen, kennt ihr noch wahrscheinlich diese Offenbarung, war das 6. oder 7. Kapitel, wo die Seelen der Getöteten in Jesu Namen, oder weil die gläubig waren, unter dem Altar zu ihm rufen. Ja? Ich bin da auf einen Gedanken gekommen und dachte, so viel Geduld hat Gott, dass er sogar noch diese Fragen, sogar noch von den Seelen, die schon gestorben sind, den Gläubigen sehen, auch da schon, immer noch vor dem Altar, stellen sie Gott immer noch die Frage. Wie lange willst du? Wie lange willst du noch warten? Ja? Da habe ich gedacht, anhand dieses Verses aus der Offenbarung, wie viel Geduld Gott doch mit uns hat. Wie viel Geduld hat er sogar mit schon gestorbenen, gläubigen Menschen, die immer noch die Fragen stellen? Gott hat sehr viel Geduld. Unfassbar groß ist die Gnade des Herrn. Warum hat er so viel Geduld? Nicht, weil ihm alles gleichgültig ist. Nein, weil er wirklich uns retten will. Der hat so viel Geduld mit uns. Der trägt uns immer wieder. Wir fallen immer wieder, auch als Christen. Nein, er will uns wirklich retten. So viel Geduld hat er. Und doch wissen wir, es wird der Tag kommen. Und die schrecklichste Sünde auf dieser Erde, was ist denn die schlimmste Sünde? Was denkt er? Kann man sich ausdenken, alles Mögliche. Ganz viele sagen, das ist wahrscheinlich der Totschlag, ne? Also Menschen umzubringen. Das ist ja für viele ganz schlimme Sünde. Ich sage nicht, dass es keine schlimme Sünde ist. Natürlich ist es eine schlimme Sünde. Aber ich denke mal, das Schlimmste sein wird das, wovon Jesus hier redet. Das Wort wird richten. Die schlimmste Sünde ist, an Jesus Christus nicht zu glauben. Sein Opfer nicht anzunehmen. Wir können uns vorstellen, Gott hatte einen einzigen Sohn. Und er hat ihn für uns geopfert. Wird Gott das nicht richten?
So viel hat Gott auf sich genommen. So viel musste Jesus leiden. Musste alles verlassen, sogar sein Leben opfern. Und die Menschen haben ihn nicht angenommen. Gott wird ganz schrecklich dafür richten. Das ist die schlimmste Sünde, der Unglaube an Jesus Christus, an sein Opfer. Aber noch ist der Gnadenruf heute da. Heute, wenn wir seine Stimme hören, lasst uns unser Herzen nicht verstocken. Heute ist noch der Tag des Herrn. Heute ist das Licht noch da. Lasst uns zu diesem Licht uns wenden, zu seinem Wort und im Gebet zu ihm kommen und ihm danken. Auf das, wenn er wiederkommt, wir uns freuen, dass er kommt. Nicht als Richter für uns, sondern als unser lang erwarteter Bräutigam, derjenige, der für uns das Leben geopfert hat. Und lass uns noch die Zeit ausnutzen und beten für die, die ihn noch nicht kennen. Lass uns zu ihm kommen. Im Gnaden. Dank dafür. Amen.